ich das Ding an? Hä? Sind wir auf Sendung? Ich glaube, wir sind auf Sendung. Das ist Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr merkt, ist das letzte Video ein bisschen länger her. Das hat folgenden Grund, und zwar wollte ich eigentlich am Sonntag schon ein Video gebracht haben. Also wie üblich Mittwoch und Sonntag. Das Problem ist allerdings gewesen, ich habe mir letzte Woche beim Spielen mit dem Hund eine sehr unangenehme Wunde am Fuß zugezogen und habe das ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, weshalb ich Sonntag, als wir von einer Geburtstagsparty gekommen sind, leider nicht großartig die Möglichkeit hatte zu schrauben oder zu basteln, weil Laufen und auch Stehen kaum möglich war und ich deshalb leider das Ganze erstmal hinauszögern musste. Deswegen heute mit einem kleinen Let's Talk oder beziehungsweise mit einer kleinen Quatschrunde. Jetzt morgen, denke ich mal, werde ich wieder richtig anfangen zu schrauben. Also wir sind jetzt Kim und ich sind seit 2-3 Tagen dran, das anständig zu behandeln. Und es funktioniert auch wieder alles so halbwegs. Also ich denke mal, wie gesagt, morgen wird wieder ordentlich geschraubt, sodass ihr dann am Ende der Woche euer gewohntes Bastelvideo bekommt. Ich wollte eigentlich Let's Talk immer so ein bisschen themenbezogen machen, also auch das habe ich mir jetzt allerdings für dieses Mal zumindest noch verkniffen. Das hat den Grund, dass ich noch nicht weiß, ob ihr da ganz genau irgendwelche Themenvorstellungen habt oder ob ihr diese Themen überhaupt haben wollt. Sonst würde ich über solche Sachen vielleicht quatschen wie Elektroautos und sowas. Vielleicht auch so ein bisschen meine Ansicht zu manchen Sachen wiedergeben. Was wird jetzt passieren die nächsten paar Tage? Und zwar werde ich dann morgen anfangen, an der EK4-Achse zu schrauben, also am Scheibenbremsenumbau hinten. Und zwar schon mal vorbereiten, dass das Ganze auseinandergenommen wird, die Buchse ausgepresst wird oder beziehungsweise rausgekratzt wird in diesem Fall. Was ich damit meine, werdet ihr dann sehen im Video auf jeden Fall. Ich denke, da wird es dann erstmal weitergehen. Ganz einfach deshalb, weil der EJ6 momentan zwar relativ viele Teile verliert, aber ich den Ausbau nicht so wirklich spannend finde, weil es keine großartigen Sachen sind, die jetzt irgendwelche, die jetzt irgendwie speziell zu beachten wären oder die irgendwie sonderlich spannend anzuschauen sind. Es liegt ganz einfach daran, dass ich aktuell sehr, sehr viele Teileanfragen habe, und zwar, weil das Coupé ja entsprechend geschlachtet wird. Aber wie gesagt, das ist an dieser Stelle nicht so wichtig, weil, wie gesagt, ich finde es auch nicht so extrem spannend, da jetzt irgendwie für eine Kennzeichenmulde oder sowas ein Video zu machen. Allerdings kann ich euch da gerne einen Zwischenstand im nächsten Video geben, sodass ihr seht, was da auf jeden Fall passiert ist oder was weg ist oder was vielleicht noch wegkommt bis dahin. Ich hatte ja im letzten Video das Klimabedienteil gezeigt, und zwar ist das ja auch neu gekommen oder beziehungsweise es wurde ein bisschen verfeinert, und da hatte ich ja das Problem, dass die LEDs beim Anschleifen teilweise von der Platine gerutscht sind und neu eingelötet werden mussten. Das ist auch passiert und es funktioniert auch super gut, bis auf eine LED, die hat sich geweigert zu funktionieren, aber das ist nichts, was jetzt in nächster Zeit angegangen wird. Aber auch das werde ich euch die Tage mal auf jeden Fall im Video zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zwar ist ja oben bei diesen kleinen Symbolen jetzt dieser Plasmastreifen drin und die LEDs sind jetzt rot beleuchtet. Das sieht eigentlich an sich alles sehr, sehr gut aus. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das Rot nicht doch ein bisschen zu stark ist tagsüber. Das muss ich mir jetzt mal die nächsten paar Wochen und Monate anschauen. Ansonsten kommt da vielleicht noch eine Tönungsfolie drüber, sodass das Ganze vielleicht ein bisschen abdunkelt. Das muss ich dann allerdings abends irgendwie filmen, weil tagsüber macht es keinen Sinn, sich das Ganze anzugucken. Ganz einfach, weil dieser Plasmastreifen, den sieht man tagsüber nicht, wenn man die Beleuchtung anmacht. Das ist ähnlich wie mit dem Tacho auch. Und von daher macht das keinen Sinn, das irgendwie tagsüber zu filmen. Und ja, dann hatte ich ja eigentlich für letzten Monat schon viele Teile angekündigt, die bestellt werden sollten. Das hat aus verschiedenen persönlichen Gründen nicht geklappt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es die Zeit, den ganzen Quatsch zu bestellen. Und damit es am EJ9 einfach mal wieder weitergeht, weil bringt ja nichts, wenn ich nur irgendwie Videos vom EJ6 bringe und der EJ9 eigentlich auch relativ viel noch vertragen könnte bis dahin. Auch am B16 wird es jetzt die Tage weitergehen. Und zwar werde ich jetzt die Tage da die Flüssigkeiten ablassen und die ganzen Kabel nochmal nachträglich beschriften, sodass ich auch weiß, wo welcher Stecker ist
Und dann wird es da mit Vollgas auf jeden Fall weitergehen, weil ich habe mega Bock, das Ding endlich auszubauen und rauszukriegen, weil ich jetzt für den EOS 6 vielleicht auch den Plan habe, das ganze Auto so wie es ist wieder zusammenzubasteln. Gut, ausgenommen natürlich der verkauften Teile. Und mal schauen, vielleicht da einen günstigen D16 Motor reinzuknallen und die Kiste komplett wegzugeben. Aber das wird man dann sehen müssen, was da vielleicht die sinnvollere Alternative ist. Jedenfalls möchte ich das Ding erstmal leer haben, sodass man schauen kann, was macht man damit jetzt wirklich und wie wird das damit jetzt weitergehen. Weil ich habe gemerkt, dass einige Teile vom EOS 6, die ich jetzt eingestellt habe auf Kleinanzeigen, nicht so wirklich gefragt sind, oder wo ich das Gefühl habe, die sind nicht gefragt für den Preis, den ich vielleicht gerne hätte. Allerdings kann ich die auch nicht verschenken, weil ich ganz genau weiß, dass viele Teile davon selten sind und ja, entsprechend möchte ich da natürlich auch wieder das Geld reinholen, was ich für das Auto bezahlt habe im Endeffekt. Und ja, ich hatte ja auch schon mal angesprochen, dass der im Kofferraum einen Achsenswap hat. Auch der wird dann quasi demnächst aus dem Auto rauskommen, also die Teile liegen ja lose drin und wahrscheinlich auch verkauft. Das Gute ist, dass der quasi schon komplett auseinandergebaut ist. Das heißt, ich kann euch quasi zeigen, wie der Achsschenkel oder die Achsschenkel, die ich im Keller habe, hinterher aussehen sollten, wenn wir damit fertig sind. Und ich denke, das ist auch so schön, um so ein Vorher-Nachher-Bild zu haben. Und ja, aber das braucht auch alles noch sehr, sehr viel Arbeit. Und wenn ich die Achse jetzt fertig mache, heißt es nicht, dass die jetzt morgen schon direkt reinkommt, nein, sondern dass die zumindest jetzt vorbereitet wird für den Einbau, weil da muss noch sehr, sehr viel gemacht werden, also muss einmal komplett auseinandergenommen werden, da muss das Ganze einmal vielleicht neu lackiert werden und ja, zumindest überlackiert werden. Dann sollen die Bremssättel auf jeden Fall überholt werden, das heißt, davon gibt es dann auch ein Video. Dann werden die neuen Buchsen eingepresst bzw. ja, eingesetzt, weil dadurch, dass ich ja diese Energy Suspension Buchsen habe, muss dieser Metallring hinten nicht raus. Aber das werde ich euch alles nochmal zeigen und entsprechend ist das alles ein bisschen einfacher. Ja, allerdings ist es trotzdem natürlich Arbeit, weil dann muss der ABS-Sensor verbaut werden und. Es muss alles vorbereitet werden und dann fehlen nur noch ein paar Teile wie Bremsscheiben, Bremsbeläge, Handbremsseile und dann ist das Ding natürlich ready to go. Und dann wird das aber auch wahrscheinlich erst gegen Ende der Saison passieren, damit ich da auch wieder Platz habe in der Garage und das Ganze in Ruhe machen kann. Und dann habe ich noch was vor mit dem EOS 9, und zwar wenn der D14 raus ist, dann wird wahrscheinlich der ganze Kabelbaum vom EOS 9 ein bisschen anders verlegt, sodass der Motorraum insgesamt ein bisschen sauberer aussieht. Aber das, denke ich, werde ich euch dann auch in einem separaten Video zeigen. Ich denke, da wird es auf jeden Fall noch viele spannende Videos geben. Was mir momentan übrigens nicht so gut gefällt, also ihr merkt ja, ich habe ja jetzt seit ein paar Wochen, mache ich das ja so, dass sonntags und mittwochs ein Video kommt. Das ist nicht, um euch quasi zu ärgern, also die Leute, die gerne die Videos schauen, die müssen sich damit leider arrangieren. Das liegt ganz einfach daran, ich möchte nicht so unqualitativen Content irgendwie liefern, weil das geht mir auf Keks und wir sind mittlerweile 69 Abonnenten. Klar, es ist nicht die Welt, aber es freut mich trotzdem extrem. Und ich denke, trotz dieser nur zwei Videos in der Woche bin ich auf einem guten Weg, vielleicht irgendwann wirklich die Monetarisierung zu erreichen, sodass vielleicht auch ein bisschen Geld durch YouTube in die Kasse kommt, wäre natürlich schön. Ja, da ist auch entsprechend die Unterstützung von euch immer gern gesehen und ich freue mich auch immer über jeden Kommentar, über jeden Like. Was mir, und das hatte ich ja gerade gesagt, was mir nicht so ganz gefällt, ist halt, ja, es sind momentan so ein bisschen die Klicks der letzten paar Videos, weil die momentan wieder stark zurückgehen. Ich weiß gar nicht so wirklich warum, weil im Endeffekt mache ich ja nichts anderes als in den anderen Videos davor auch. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, was ihr vielleicht dafür Ideen habt, woran das liegen könnte oder was ihr vielleicht anderes sehen wollt in den Videos, denn im Endeffekt, ich filme das so, wie ich denke, dass es sehenswert ist und dass es vielleicht auch cool ist, aber wenn es nicht so ist, dann müsst ihr mir das natürlich mitteilen, weil ich kann es schwer einschätzen, weil ich die Videos ja selber produziere, von daher ist immer das Publikum quasi gefragt, da ein bisschen auch was zu sagen oder die Meinung zuzugeben. Und entsprechend wäre es da cool, wenn ihr
mir dann auf jeden Fall ein Feedback gibt und wir da zusammen arbeiten können und zusammen uns entwickeln können. Denn ich habe ja das schon mehrfach gesagt, ich mache den Kanal nicht nur für mich, sondern auch für euch und für die paar Leute, die es schauen und die Spaß dran haben und die das Ganze unterstützen. Und entsprechend, ja, möchte ich euch natürlich auch entsprechend einbinden. Und ja, und dann wollte ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel quatschen. Also es ist halt nur so ein kleines Update, was jetzt auf jeden Fall die nächsten paar Tage kommt. Also wie gesagt, es wird im nächsten Video wahrscheinlich dann wirklich um die Achsschenkel gehen vom EJ9. Die jetzt im Keller liegen, dann auf jeden Fall das Update zu dem Klimabedienteil, das ist ja, ja, habe ich euch ja versprochen, vielleicht auch noch so ein kleines Update vom EJ6 und dann wird es auf jeden Fall, denke ich mal, spätestens nächste, übernächste Woche wieder zurück an den EJ6, an den Motor gehen und ja, dann werde ich euch zeigen, was für Teile jetzt für den EJ9 kommen, weil, wie gesagt, da wird auch ein bisschen was bestellt, nicht so extrem viel, also jetzt bitte nicht weiß Gott was erwarten, weil momentan sind es nur so zwei, drei kleine Sachen, die mich stören, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Ist quasi jetzt so wie Anfang Mai, so ein Monatsausblick und ich hoffe, dass es diesmal auch ein bisschen besser klappt, sage ich mal, dass ich das auch alles so ein bisschen besser beibehalten kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss.